Nächste Haltestelle: Altmarkt. Am Kupa, wie die Dresdner im Allgemeinen zum Kulturpalast zu sagen pflegen, ist das Bild an der Westseite des Gebäudes. Bemerkenswert, dass die dort abgebildeten Leute nicht einfach so ausgedachte Figuren sind, sondern meist leibhaftige. Ich hatte das Vergnügen, die Hauptfrau mal bei einer meiner Führungen begrüßen zu dürfen. Vor dem Kuba die schon erwähnte DVB-Straßenbahnhaltestelle. In diesem Zusammenhang sollte ich das WIT bezüglich dem Dresdenverkehr aus dem Archiv kurz mit einblenden. Bitte schön. Liebe Zuschauer, und wenn Sie bei so einem Regenwetter wie heute von Tür zu Tür gelangen wollen, dann fahren Sie halt doch mit dem Auto. Ansonsten lassen Sie das lieber in Dresden. Denn Dresden hat ein gutes Nahverkehrssystem. Dresdens Gesamtstraßenlänge beträgt 1412 Kilometer zurzeit. Straßenbahn und Busse erschließen die Stadt auf einer Länge von insgesamt 500 Kilometern. Dazu kommen als Verkehrsarme die Elbe, Eisenbahnstrecken, Radwege. Durch den großen Garten verkehrt auf einer Länge von 5,6 Kilometern eine Parkeisenbahn und an den Elbhängen zwei Bergbahnen. 1872 fuhr die erste Pferdestraßenbahn in Dresden. 1893 die erste elektrische. 1914 kamen die Stadtbusse hinzu. Und bis 1929 verkehrten Kremse. Und jetzt wieder. Übrigens, Kremse, das ist mir einzige bekannte Wort, was die Sachsen von den Preußen übernommen haben. Kremse, das ist eine Berliner Fuhrunternehmerfamilie. Aber er ist kein Preuße. Nein, ein Sachsen. Ein Sachse. Senften schleppte man bis 1913. Und ich bin gespannt, wenn das wieder anfängt. Von 1947 bis 1975 gab es in Dresden auch eine Obuslinie. 1908 hat ein Dresdner Ingenieur namens Schiemann die erste Obuslinie der Welt entwickelt und diese wurde in Bielatal eingerichtet übrigens. Dresden hat die älteste Bergschwebebahn der Welt 1898 bis 1901 gebaut, 274 Meter lang und eine Steigung bis 40% realisierend. Die Stanzelbahn wurde 1895 gebaut. Die Strecke ist 540 Meter lang und die Bahn überwindet eine Steigung bis 30%. Vom Hauptbahnhof fahren S-Bahn-Züge Richtung Sächsische Schweiz und Richtung Meißen. Die Sächsische Dampfschifffahrtsgesellschaft besitzt die weltälteste und weltgrößte Raddampferflotte. 1837 konstruierte Andreas Schubert die Königin Maria. Der Andreas Schubert, der zwei Jahre später die berühmte Lokomotive, die Saxonia, baute. Zur Dampfschifffahrtsgesellschaft gehören heutzutage 9 Raddampfer, 2 Salonschiffe und 2 Tragflügelboote. Neben diesen Schiffen verkehren auf der Elbe noch an 3 Stellen Fähren. Eine Autofähre gibt es auch, Pillnitz und Kleinschachwitz verbindend. Ein spezielles Thema, die technischen Hilfsmittel zum Abwickeln des Fahrbetriebes. 400 Ampelanlagen etwa gibt es in Dresden. Um bei Rot über eine Ampelkreuzung zu gehen, das kann 5 Euro pro Person kosten. In der Nähe des Zwingers erinnert eine Postsäule an ältere Hilfsmittel. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden unter August dem Starken von Adam Friedrich Zürner die Postsäulen aufgestellt. An den Straßen befanden sich Viertel-, Halb- und Ganzmeilensteine. Diese Postsäulen haben ganz interessante Entfernungsangaben. Eine Stunde ist dort kein Zeitmaß. Eine Stunde ist eine halbe Postmeile und das sind 4,531 Kilometer. Heute hat man moderne Anzeigetafeln, wo eine Minute auch gleich mal 10 Minuten stehen bleibt. Tja, und dann kann man Dresden noch von oben anschauen. Von Türmen, Fliegern, Ballons, von unten ganz zuletzt makaber betrachtet.
Ausführlichere Angaben zu den angerissenen Themen, zu Umleitungen, zum Stadtwappen, welches an den Verkehrsmitteln recht oft auftaucht und warum es in Dresden keine U-Bahn gibt, dazu mehr bei einer Führung von Sima. Gäbe Schwarzen übrigens die Stadtfarben von Dresden? Zum Stadtwappen sei erwähnt, links der Meißner Löwe und rechts die zwei Landsberger Pfähle. Ab 1309 schon als Siegelwappen in Gebrauch und ab 17. Jahrhundert dann das Stadtwappen von Dresden. Im Laufe der Zeit gab es unterschiedliche konkrete Formen, Stile etc. An der Südseite des Altmarktes, quasi dem Kuba gegenüber, wurden Gebäude nach dem Ende der DDR ab 1990 errichtet. Der komplette Altmarktbelag und die Stadtmöbel des Altmarktes wurden bis 2009 umgestaltet. Diverse Tafeln am Altmarkt geben an verschiedenen Stellen Auskunft über diesen übrigens. Wer eben vor Ort allein mal darüber streifenbummeln gehen möchte. 2022 und 2023 sollen Bäume auf den Altmarkt kommen. Da wird ja auch Zeit, denn bei großer Hitze sehnt man sich auch gerne mal im Schatten herbei. Zudem, Dresden ist zu 62% grün. Wie kann man das den Touris auf so einem kahlen Platz ansonsten begreiflich machen? Wer mal auf meinen YouTube-Kanal Sima DD TV schaut, wird auch dazu etliche Witz, Spots etc. finden. Zum Abkühlen gibt es allerdings schon reichlich Wasser auf dem Altmarkt. Dresden hat ca. 300 Brunnen, Wasserspiele, Wasseranlagen. Eine davon wurde 2009 am Altmarkt eingeweiht. Auf den von den Dresden ironischerweise wohl wegen seiner Schönheit bezeichneten Taliban-Galgen sollte ich noch aufmerksam machen, der von Weiden gut den Altmarkt quasi sichtbar macht. Von den in der Nachbarschaft befindlichen Türmen wie Kreuzkirche, Rathaus mal abgesehen. Wer hat's denn erfunden? Jan Mücke hat's erfunden. Taliban-Galgen. Du meinst also die 27 Meter hohe futuristische Laterne, diesen schiefen Mast, der Ende 2008 aufgestellt wurde. Der FDP-Politiker Jan Mücke war wohl der Erste, der diesen Mast als Taliban-Galgen bezeichnet hat. Von den vielen Gemälden, die sich des Altmarktes annehmen, möchte ich gern an dieser Stelle auf zwei aufmerksam machen bzw. zwei zeigen. Zum einen diese Tierhatz und zum anderen natürlich ein Canaletto-Gemälde. Und zum wahrlich bitteren Ende von diesem Teil komme ich nicht umhin, auf die Altmarkt-Tragik zum Ende des Zweiten Weltkrieges hinzuweisen. Gerd Bürgel hat diesbezüglich umfangreiches und anschauliches Material erstellt. Dazu verweise ich auf seine Homepages, Websites. Sehen wir dann, dass der LKW, der weiter hinten stand, jetzt herangefahren ist und die Toten von diesem LKW auf den Berg geladen werden. Und das Fuhrwerk mit dieser hellen Klappe, das ist inzwischen bereits davongefahren. Und jetzt kommt etwas, wenn man jetzt dieses Foto mal etwas vergrößert, dann entdeckt man interessante Einzelheiten. Nämlich, das ist nochmal vergrößert und jetzt gekennzeichnet. Man sieht also, da oben hat jemand eine Taschenuhr. Und hier haben wir eine Hand mit einer Gebetskette und einem Ring. Und da unten noch eine Armbanduhr. Und das ist der Beweis, oder sagen wir, das kann als Beweis gewertet werden,
dass nicht alle Toten wirklich identifiziert wurden. Sonst hätte man diesen Menschen die Gegenstände abgenommen. Und es ist ja viel abgenommen worden und identifiziert worden, aber nicht alles, eben, was hier auf dem Altmarkt, hier auf den Berg gelegt wurde. In diesem Zusammenhang mache ich noch aufmerksam auf ein Mahndepot. Es gehört zu einem Kunstprojekt, welches Dresdner Künstler erschaffen haben und jedes Jahr in der Stadt eine weitere solche Stelle einfügen. Es handelt sich dabei um eine Kapsel, Durchmesser der Oberfläche 11 cm und da steht dann eine Nummer drauf und verweist auf die schweren Folgen der Stadt im Verlaufe des Zweiten Weltkrieges zum Ende dessen. Im dritten Teil sollen dann ein für unsere Begriffe besonderes Geschäft und eine besondere Kneipe vorgestellt werden. Das Wort Kneipe ist übrigens ein sächsisches Wort. Seit etwa 1717 in Gebrauch, zunächst als Kneipwirtschaft oder als Kneipschenke verwendet. Und wird heutzutage auch für Superrestaurants benutzt, das Wort.